und jedwedige Ausgrenzung. Seit 2011 gibt es unsere Veranstaltungen, seit 2014 werden die CSD-Paraden in Graz organisiert. Und mir ist es besonders wichtig, heute gemeinsam mit Judith Schwendtner hier zu sein, um einmal mehr zu sagen. Wir wünschen uns eine Welt und dieses Fest, diese Veranstaltungen heute sind deshalb so wichtig, weil es einmal mehr zeigt die Vielfalt in unserer Gesellschaft. Und wir wollen damit betonen, dass wir uns nicht über Unterschiede definieren sollen, sondern über das, was uns alle gemeinsam eint, was in unserer Gesellschaft in Wirklichkeit uns zusammenhält. Die Farben der CSD-Parade, die Regenbogenfahne, zeigt das auf die schönste Weise, die es überhaupt gibt, nämlich eine Welt, die bunt, vielfältig und angstfrei ist. In so einer Welt wollen wir alle gemeinsam auch leben. Ich habe jetzt noch viele Schwindelworte aufgeschrieben, ich lasse das weg, weil ich möchte die große Klammer machen. Seit Jahrzehnten kämpfen und setzen sich viele ein für die Verbesserungen und für eine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Welt. Vieles haben sie auch erreichen können und dafür möchte ich allen diesen Vorkämpferinnen tausendmal danken. Keine Errungenschaft, die wir mittlerweile auch haben, ist vom Himmel gefallen. Sie sind immer erkämpft worden. Aber wir sind auch noch lange nicht am Ziel. Es gibt noch immer das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das noch immer uns nicht zur Gänze vor Diskriminierung schützt. Und das gehört geändert und das muss auch nicht so sein. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der Diskriminierung ein Fremdwort ist, weil alle Menschen den gleichen Respekt erfahren, unabhängig davon, woher sie kommen, welche Hautfarbe sie haben, was sie besitzen, wie jung oder alt sie sind, welche Religion sie ausüben und über welches Geschlecht sie sich definieren oder wen sie schlichtweg einfach lieben wollen. Und eines, das ist das Wichtigste immer und davon kann ich aus Erfahrung sprechen, ich bin jetzt 60 Jahre alt, aber mit dieser Sehnsucht nach dieser Welt sind wir nicht alleine. Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben diesen selben Traum, haben diese selbe Sehnsucht und dass diese Solidarität angstfrei für mehr soziale Gerechtigkeit, gegen jede Form von Diskriminierung einzutreten, muss uns zuversichtlich stimmen, muss uns Mut machen und über alle Grenzen hinweg. Herzlichen Dank für euer Zuhören, viel Spaß, Freude und alles Gute!